Was ist zu Java zu sagen zur Installation? java.sun.com ist die Homepage von Java. Über diese Seite im Internet kann man Java, nämlich alles das, was man für die Erstellung und Ausführung von Java-Programmen benötigt, runterladen. Und zwar über Download, J2SE, X gibt die Version an und Update den aktuellen Update. Was dann zu downloaden ist, ist das sogenannte JDK, Java Developers Kit, und nicht alleine das Java Runtime Environment. Dieses umfasst nämlich nicht den, also beispielsweise den Compiler. Und wir wollen ja auch Java-Programme kompilieren. Deswegen, auch wenn es größer ist, immer das JDK runterladen. Anschließend muss man das Runtergeladene installieren. Das geht auf den meisten Rechnern relativ automatisch mit einigen Mausklicks. Und unter Umständen muss die Parse-Umgebungsvariable des jeweiligen Rechners erweitert werden um das Installationsverzeichnis bin, nämlich das Unterverzeichnis bin, weil in diesem Verzeichnis sich die Befehle befinden, wie beispielsweise der Java-Compiler Javac oder der Java-Interpreter Java. Schauen wir uns das mal jetzt genauer an. Ich gehe mal auf die Sun-Seite, javasun.com. Mit was wir uns beschäftigen, ist das Java SE. Beziehungsweise, wir wollen ja Java runterladen. Dann klicke ich hier auf Download. Java SE. Und hier bekomme ich aktuelle Download-Möglichkeiten aufgelistet. Was wir hier brauchen, ist das JDK, im Moment aktuell die Version 5.0 und das Update 8. Was wir nicht brauchen, ist Java EE und was wir auch nicht brauchen, ist die Entwicklungsumgebung NetBeans. Die werde ich nicht benutzen, stattdessen werde ich, wie ja bereits gesagt, zum Schluss der Unterrichtseinheit die Entwicklungsumgebung Eclipse vorstellen. Also das brauchen wir. Ich klicke hier mal auf Download. Jetzt bekommt man verschiedene Versionen angezeigt, die man downloaden muss. Zunächst natürlich hier die Lizenzbedingungen anschauen und akzeptieren und dann kann man die entsprechenden Dinge, die man für seine Plattform braucht, runterladen. Also beispielsweise für Windows dies hier. Man sieht aber auch die entsprechenden Dateien. Umfassen schon einen etwas größeren Speicherbereich. Ich habe hier mal diese Version runtergeladen, installiert. Standardmäßig werden sie installiert unter C, Programme Java. Und hier werden jetzt angelegt die beiden Ordner JDK 15008 und JRE 1.5008. Und man sieht, ich habe hier auch noch eine ältere Version von Java auf meinem Rechner. Und in diesem JDK 15008, da gibt es ein Verzeichnis bin. Und in diesem befinden sich die Befehle, die wir brauchen, Java für den Interpreter und Java für den Compiler.